Ja, Leute, heute ist es soweit. Ich werde wahrscheinlich heute am Tag dieses Becken in Betrieb nehmen. Aber wie ihr seht, es fehlt noch eine Kleinigkeit. Da unten liegt zwar ein Stück Epo-Reef drin, das reicht aber noch lange nicht. Und das, was ich beim Live aufgebaut hatte, wart auch nicht. Also, was ist die Wahl? Wir fahren zum Norbert. Norbert hat nämlich tatsächlich was schon fertig gebaut, gestellt, ein Prototyp. Den habt ihr, wenn ihr ihn verfolgt habt und wenn ihr mich verfolgt habt, das schon zum Teil gesehen. Wir gucken uns das genau an. Ich werde da auch dementsprechend das Ganze bei ihm vor Ort dokumentieren. Also seid gespannt. Es geht definitiv weiter in der Serie. Ja, Leute, endlich angekommen beim Herrn der Steine. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Und ihr habt gestern, nee, Donnerstag hast du es rausgehauen, oder? Ich weiß es nicht, war einfach so eine Aktion, einfach mal raus. Ja. Donnerstag, genau. Wir haben im Live, beziehungsweise Norbert hat im Live ja schon angeteasert, dass es langsam aber sicher in den Nano-Bereich geht. Ja, genau. Dass wir nicht nur, ich sag mal, die großen Bausteine, wie wir sie jetzt hier im Hintergrund haben, sondern auch tatsächlich irgendwas für den kleinen Bereich. Und da ich gerade was Kleines in Arbeit habe, hat er mir gesagt, könntest du ja mal schauen, ob da was dabei ist für dich. Und du hast auch schon einiges gebastelt. Genau, wir haben also im Prinzip sind wir ja, weil es ist einfach ein Luxusproblem natürlich. Wir haben so viel zu tun, wir kommen also wirklich nicht dazu, uns mal ein bisschen kreativ zu beschäftigen. Aber diese Geschichte mit den Nanos nervt mich eigentlich schon im positiven Sinne, weil ist ja geschäftstechnisch ist ja so, Leute, die eine Deko für Nano kaufen und dann sich vergrößern und dann mit der Nano-Deko zufrieden sind, würden sie eventuell auch wieder auf das alte Deko-Produkt zurückgreifen. Allein daher macht es schon Sinn, sowas auch anzubieten. Es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, beim 1000-Liter-Becken hat er ja viel mehr Umsatz oder Gewinn oder ne, ob ich jetzt 100 kleine mache oder ein großer, bleibt in der Summe gleiche. Ne? Also, richtig. Deshalb haben wir gesagt, nur uns fehlt ein bisschen die Zeit und wir haben ja gesagt, wir wollen mal überlegen, ob wir was Hängendes machen, weil es ja gerade auch innen ist. Ne? Ja. Was Schwebendes, Hängendes, das ist ja immer so eine Sache. Ne? Ich selber bin da ein bisschen geteilter Meinung zu den ganzen Sachen, weil für mich ist es immer so, ich vergleiche es ja auch immer mal mit der Natur. Ne? Und in der Natur beim Tauchen ist ja nicht so, dass mir auf einmal ein schwebender Stein entgegenkommt, der durchs Wasser schwimmt, mit ein paar Korallen dran. Nicht so direkt. Also, ne? Also die Illusion wie bei Avatar, sag ich mal, wo da irgendwelche Inseln sind. Also auf der anderen Seite ist unsere Deko jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie sehr natürlich aussieht. Aber da habe ich ja Hilfe durch die Korallen. Und wenn dann unsere Deko mit Korallen bewachsen ist, wirkt sie eben natürlich. Und darum geht es ja. Ne? Also, so weil mir steht ja nicht die Deko im Vordergrund, sondern die Korallen optisch am Ende, wenn das Aquarium fertig ist. Das, ne? Was wir hier im Prinzip reinbringen, ist ja immer nur das Grundgerüst. Genau. Und in der Höhle muss ich ja irgendwie formen. Ich könnte jetzt eine Höhle mit 1000 Zapfen und Löchern und unter sich gehende Stellen machen. Dann würde sie so einem Lebenstein ähnlicher werden. Aber dann sind wir wieder im Thema Löcher. Und Löcher will ich nicht haben. Also auch keine Sackgassenlöcher. Ne? Also das ist jetzt ein anderes Thema, müssen wir nicht bearbeiten, aber vom Prinzip her ist es so, dass wir das schon versuchen, alles abzudecken, das ganze Portfolio. Und wir haben jetzt mal angefangen, einen Prototypen zu machen. Den haben wir jetzt mal so weit schnell beschleunigt, innerhalb von 2 Tagen, damit du was hast für dein Jascha-Projekt. Danke. Und da sind wir jetzt eigentlich, kann ich ruhig sagen, wir sind gerade mit Royal Exklusiv in Verbindung, weil für mich ging es darum, wir möchten also quasi einen Halter an der Rückwandscheibe oder an der Seitenscheibe haben. Zunächst erstmal für Poolbecken. Und an dem Halter, der dann natürlich oben drüber geht, die werden dann später, sind jetzt Royal Exklusiv, arbeitet ja mit weißem Material. Wir werden die dann in schwarz haben, weil die meisten Rückwände sind schwarz. Ist ja heute Trend. Sodass man dann den Übergang hinten am Aquarium quasi hier den Bügel, den man hier rüberhängen hat, in schwarz hat. Ja. Und dann fängt so 5 cm unter der Glaslinie, wo die Wasserlinie anfängt, würden wir einen Riff kreieren, was man einhängen kann und wirklich nur einhängen kann. Die Vorteile sind eigentlich dabei, kostentreibend ist ein sehr guter und dichter Magnet, das möchte ich vermeiden. Dann weiß ich auch nicht, ob die Magnete über 2, 3, 5 und 10 Jahre halten. Man weiß ja nicht, wie lange so ein Aquarium steht. Das ist der eine Punkt. Ist grundsätzlich immer ein Problem mit dem Magnet. Genau, aber vordergründig ist es ein Kostentreiber. Ja. Und zweitens ist es so, so ein Magnet fällt auch mal gerne hinter den Schrank, wenn ich falsch agiere. Das ist dann wieder das, was ich mal gesagt habe, wenn ihr genügend Platz hinter dem Schrank habt. Genau. Dann geht's auch. Wir müssten ja auch ein bisschen Platz haben, weil ja jetzt kommt der Casus Knactus. Wir können jetzt natürlich für jede Millimeterstärke einen extra Halter machen, treibt aber auch wieder die Kosten in die Höhe, weil du natürlich verschiedene Werkzeuge bei der Produktion brauchst und so weiter. Und wir werden das machen mit einem sogenannten Universalhalter, der dann eben von 4 bis 19 Millimeter hält. Das heißt, bei Royal Exklusiv ist das so geregelt, dass die diesen Verschieber haben, diesen Arm, den die da haben, mit der ins Wasser ragt, nehmen die zum Beispiel für ihre Medienfilter. Ne? Und dieser Aufsatz oder dieses U, was hier drüber kommt, das ist oben verstellbar. Da sind 2 Titanschrauben mit einem Lochbogen, aber ein Langloch. Dann kannst du also das so verschieben, dass es schön an die Scheibe geklemmt wird.
Es hält also, weil ja sowieso kein Gewicht nach oben ist, keine Zugkräfte, sondern es wird ja quasi nur nach unten hängen. Ist dann nur zur Fixierung, dass es sich halt nicht verschieben kann. Genau, dass es nicht verschieben kann, weil kann ja mal Strömung stärker da sein und so weiter, dass es überhaupt einen Halt bietet. Ne? So, und da sind wir dann schon mal im Voraus. Aber da wäre, genau wie bei einem dickeren Magneten, dann auch wichtig oder nötig, dass du wahrscheinlich hinten 3 Zentimeter von der Wand weg musst. Das kann man aber, glaube ich, mit leben. 5, 6, 7 Zentimeter fände ich auch so, wenn es im Wohnzimmer steht oder wo auch immer in der Diele, in der Essecke. Das fände ich nicht so prickeln. Ja. Aber 3, 4 Zentimeter müssen, wo wir wollen, dieses, müssen wir halt gucken, wie das Baulicht funktioniert. Da sind wir jetzt noch in Gesprächen mit Royal Exklusiv. Mhm. Aber das werden wir umsetzen. Jetzt habe ich natürlich auf die Schnelle aus PVC-U, aus Plattenmaterial, dem grauen PVC, woraus auch unsere Teile sind, habe ich jetzt mal so einen Teil gebaut. Das wäre jetzt also das hier. Na, das ist jetzt einfach mal ein ganz primitives Ding. Den habe ich natürlich so konfiguriert, dass selbst die tiefste Stelle den Boden nicht berührt. Klasse. Es steht also nicht auf. Da wir aber jetzt hier in einem Nanosektor sind und wir ja auch ziemlich weit unten anfangen können, weil wir eben nicht so eine Range haben von 0, 60, 70, 80 Zentimeter Höhe, habe ich versucht, eben verschiedene kleine Steine hier dran zu basteln. Das wird später, wenn es in Serie geht, anders aussehen, weil den habe ich jetzt wirklich aus kaputtgeschlagenen Einzelteilen gemacht. Ist halt ein Prototyp. Ist der Prototyp, das muss man dazu also sagen. Also ne? Grobe Richtung, wo es hingeht. Genau, wir versuchen ja immer flache Stellen zu haben zum Kleben. Hier sind auch mal ein paar Mulden drin. Ich nehme das Ganze mal in die Hand hier. Genau. Dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. Vor allem muss ich sehen, was ich filme. Na, aber da, wo jetzt zum Beispiel hier hinten haben wir mal so eine Mulde, so eine Tasche gemacht. Aber da sieht man auch, da sind dann Durchbrüche, wo also der Mulm zum Beispiel ablaufen kann. Wir vermeiden ja eigentlich eine Mulmbildung auf unserer Deko. Deshalb sind ja auch keine Löcher drin. Ne? So, jetzt bist du dabei, jetzt machen wir einfach mal den Test. Also jetzt ist es so, hinten kannst du sehen, das ist jetzt einfach PVCU, so muss man sich das vorstellen. Ja. Das ist einfach ein Träger. Das wäre jetzt oben hier, das Hinterteil wäre jetzt einstellbar. Dadurch hat man also diese Range, kann man verändern, ne? Von bis. Mhm. Ne? Und dann machst du hier oben die 2 Schrauben fest. Titanschrauben logischerweise, damit nichts rosten kann. Und dann ist das sicher. Den habe ich jetzt auf deine 6 mm Scheibenstärke gemacht. So, den legen, stellen wir jetzt einfach mal hier rein. Jetzt berührt er den Boden. Das wäre der Boden, da kann man es vielleicht oben sehen. Ne? Mhm. Wir sind jetzt auf Glas. Kann man das hören, glaube ich. Ja. Ne? So, jetzt gehe ich rüber und jetzt habe ich den so gemacht, dass der eben, jetzt hängt der da drin. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo die Mitte ist, damit du hast ja oben einzelne Filterabteilungen. Müssen wir gucken, wo der sitzt, aber der sollte so passen. Ich würde es nicht symmetrisch aufbauen, ich bin ja eigentlich immer für Asymmetrie. Ne? Und dann kann man auch schön sehen, dass jetzt hier unten der Ausleger ist freischwebend, aber auch hier unten komme ich mit meinem Finger noch drunter. Wir haben also 0 Auflage auf dem Boden. Und haben nur dieses Hang-on-Riff oder wie man das auch immer sagt, hängendes Riff. Flying Reef. Flying Reef, ja. Also ja, nicht ganz, aber genau. So, aber das ist die Basis. Das heißt, das wäre jetzt natürlich in einem großen Becken, wenn ich das dann ganz nach links schiebe, und das ist eigentlich die Idee, auch bei größeren Becken, weil die meisten Standardbecken heute sind ja so geteilt, dass sie den Mittelschacht haben. Mhm. Und oftmals haben die Leute ihren Riffaufbau gemacht und den schwebt dann vor, dass, im wahrsten Sinne des Wortes, schwebt denen vor, dass man ja an der Rückwand was machen könnte. Mhm. So, und da kommen dann eben irgendwelche Magnetsteinsysteme oder irgendwas anderes. Und da haben wir gesagt, wir werden dann mal mit solchen Riffen arbeiten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte mehrere, dann kann man die natürlich zueinander verschieben. Man kann den auch hier rübernehmen, hier rübersetzen, je nachdem, wie die Korallen sich entwickeln und so weiter. Das ist eigentlich der primäre Grund oder die Funktion von dem Riff. Und es hängt und hat keine Bodenberührung. Das ist schon mal gut. Es kann unterspült werden. So, genau. Es kann komplett umspült werden und so weiter. So. Und jetzt würde man aus dem, wir sind ja beim Nanosystem, also wir haben jetzt, beim Nanosystem haben wir schon die ersten Module gebaut. Hier auch mal sowas mit zwei so Teilen. Und was jetzt hier reinpasst, das ist jetzt natürlich dafür nicht passend gebaut worden. Aber wir nehmen das einfach mal. Hier haben wir auch wieder so ein kleines Dreibein, sag ich mal. Da haben wir eine Auflagefläche von 3 1-Cent-Stücken. Darunter ist dann, wenn man so will, eine kleine Höhle, ne, wo sich eine Grundel drunter setzen könnte. Ne, und obendrauf haben wir nochmal einen Stein gemacht. Und der Stein auch, weil der eine Auswölbung, auch da ist wieder ein Loch drin, damit eben sich da kein Mulm ansammelt. Ne. Also den nehmen wir jetzt einfach mal. Das wäre jetzt eine Option, den da reinzusetzen. Und dann könnte man so schon, macht man den einen in die andere Richtung, den dahin und dann ist so ein Nano, glaube ich, schon. Die nehmen das Ganze mal von oben. Das ist halt fast schon besetzt von der Fläche her. Von der Fläche definitiv. Also genau. Also man kann das ja individuell, wir haben dann ja, wenn man den jetzt, der wird dann in der Nano-Serie so auch häufig zu erwerben sein. Man kann aber auch aus dem jetzigen Set 2, das ist ja das ehemalige 5-Kilo-Set, könnte man auch eine Höhle nehmen. Dann haben wir das Thema Grundel wieder abgedeckt mit Knallkrebs oder so. Und dann haben wir ja hier unseren, der nennt sich Brücke Flach. Der ist ja auch in dem Set 2 vorhanden, den verarbeiten wir auch sehr viel. Man könnte jetzt auch sagen, den bringe ich noch hier auf. Also das kann man sich dann zusammentüfteln. Und wenn man sagt, das ist mir nicht mittig genug, zu weit nach links, dann gehen wir wieder mehr auf die Mitte.
Und dann können wir das auch so machen. So, die Möglichkeiten sind wieder mal. Ja. Also mit 3-4 Bauteilen ist man sehr flexibel. Ne? Und wir haben jetzt tatsächlich nur die Auflage der Höhle. Der Rest ist schwebend. Und da ich ja in so einem Nanobecken auch nicht unendlich viel Power auf die Pumpen geben kann, weil ich ja auch eine große Nähe zu den Korallen habe. Und wenn ich da irgendwie eine Ringströmung hinkriege und ich habe so wenig Kontakt, Bodenkontakt der Steine wie möglich, dann ist einem ja hier schon extrem geholfen. Also wie gesagt, das ist jetzt hier erstmal die Version, die du dir jetzt gleich aussuchst. Dann musst du wissen, was du machst für dich. Ne? Da haben wir mehrere Optionen. Ich nehme die zwei nochmal raus. Also wir haben jetzt 40-40, 30-30-30 ist natürlich wieder eine andere Nummer. Da sind wir noch am Tüfteln. Da ist schon sehr eng dann. Ist sehr eng, weil wenn du jetzt noch die Scheiben berechnest, 5 cm von wegbleiben, dann wäre ja, wenn er rechts, links jeweils 5 cm, dann hast du einen Aufbau von 20 cm. Mhm. Da wäre ich als Aquarianer sogar derjenige, der sagen würde, wenn ich mir so ein Ding aufbauen würde, würde ich mir nicht bei Atoll bestellen, da würde ich mir einen schön geformten Lebensstein reinstellen. Ja. Oder man müsste jetzt aus kleinen Steinen, so wie den jetzt hier, könnte man was bauen für ein 20. Ja, wie die kleinste Riffsäule der Welt, ist ja alles ein paar Platten oder so. So, und dann haben wir hier auch mal sowas gemacht, so ein Teil jetzt hier, sag ich mal, kann ich jetzt so hinhalten, dann sieht man es besser, die Form. Na, ist so ein ansteigender kleiner Turm, auch wieder drei Punkte. Den stellen wir auch mal rein, das wäre auch noch eine Sache. So, das ist doch mal geil. Kannst du beide hier hingucken lassen. Ne? Das sieht auch nicht schlecht aus. Ne? Also das war in Versionen reinkommen. Ne? Ich glaube, das würde auch, finde ich, so vom Ästhetischen her, wäre das auch schon noch so mein Favorit. Mhm. Ne? Ja, weil die anderen sind jetzt schon wieder mit der Kombination mit von dem hängenden Riff, sag ich mal, sind die vielleicht schon wieder zu wuchtig. Aber das sieht ziemlich wuchtig aus. Aber es ist auch Geschmackssache. Ne? Das muss man ja. Genau. Kann man ja letztendlich. Dafür machst du ja verschiedene Varianten, damit man sich das aussuchen kann. Aber man kann schon sehen, wer das, sag ich mal, favorisiert, wer ist dann. Ne? Ja, wenn man den Platz hat. Im Jascha wäre es jetzt zu eng, weil da haben wir ja noch einen 10 cm Schacht hinten dran. Richtig, genau. Der kommt ja deshalb sage ich ja. Ne? Das ist 40-40-40 jetzt. Ne? Ja. Wir müssen jetzt, leider habe ich nur den 40er Würfel hier. Und damit wir es auch gut einhängen können. Normalerweise wäre jetzt bei 30 Schluss. Und deshalb würde ich sagen, in der Regel würde ich sagen, ist mit sowas hier, ist man schon gut aufgehoben. Definitiv. Hat man ein schönes Plateau, eine Säule, die nach oben geht, wo man was verändert. Wenn wir jetzt sagen, 30 ist jetzt Schluss, dann machen wir mal irgendwas. 30 wäre dann ungefähr hier. Ja. Dann geht sich das auch so aus. So kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Ne? Wir können auch nochmal einen Zollstock nehmen, dann haben wir es ganz genau. Wenn wir die 30 nehmen, ja. Also hier wäre jetzt Schluss mit dem Stein. Ne? Also das würde ich maximal da reinsetzen. Oder eben den ganz weglassen. Und was Kleineres nehmen. Und die kleine Insel hier, die würde auch noch gut reinpassen. Die passt definitiv sehr gut. Die passt auch sehr schön da rein. So, und dann auch wieder vorne frei hängend. Dann kombiniert man das. Hier ist frei hängend, da ist frei hängend. Also das wäre meine Jascha. Das wäre mein Jascha. Zumindest für das 60er. Bitte? Zumindest für das 60er. Ja, genau. Ich glaube, die anderen haben ja alle andere Maße. Und wenn man den Zollstock jetzt so hier hinlegt. Genau, das 70er hat ja nur 35 in der Tiefe, abzüglich 10. Also sind wir bei 25. Da wird es schon wieder sehr eng. Da wird es sehr eng. Da kannst du ja fast nur mit hängenden Sachen arbeiten. Und dann haben wir noch das 90er. Das hat 45 mal 45 mal 45. Wie gesagt, die Riffe wird es dann in verschiedenen auch. Das ist ja jetzt der Prototyp, muss man immer wieder erwähnen, weil es kommt ein Kommentar. Ja, aber. Ne? Also, es gilt nicht. Sorry, bei Steinen gilt das nicht. Das heißt, wenn wir die in Serie machen, dann bieten wir einfach verschiedene Riffe an. Und die sind natürlich dann auch bemaßt. Das heißt, es gibt dann Muster, wo man sagt, okay, ne, die Auslage, die maximale Breite wird angegeben, die maximale Tiefe und natürlich die Höhe. Der muss auch nicht so wie jetzt bis kurz über den Boden schweben mit dem letzten Stein. Der kann ja durchaus auch gerne mal hier aufhören, auf 25 cm mit einer Riffplatte, sodass man dann auch darunter noch was stellen kann. Das sind ja verschiedene Versionen. Ja. Nur wir müssen sie in Serie produzieren, weil wenn wir jedes Ding individuell zusammenbauen, in stundenlanger Arbeit, dann kostet so ein Ding 200 Euro oder was weiß ich was. Richtig, dann wird es teuer. Wir wollen es ja auch günstig machen. Günstiger wie jede Magnetlösung, wie gesagt, weil Magnete zu teuer sind. Und günstig, weil wir die in Serie produzieren. Und das ist eben der Vorteil, wenn du in Serie was machst. Je größer die Serie, je günstiger wird es. Ist bei allem so. Und durch das, was du halt davor setzen kannst, wird es halt dann ja auch noch individueller. Richtig, ganz genau. So, und wie gesagt, wir haben ja verschiedene Steine. Du kannst auch sagen, nee, ich habe aber jetzt nur mal den Knallkrebs. Dann setzt du dir halt deine Höhle da rein. Das sieht auch toll aus. Genau, also, das reicht auch schon. Du kannst auch noch was draufsetzen. Wir dürfen nur bis hierhin denken, weil wir ja nur die 30er Tiefe haben. Genau. Und das ist es. Jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, was kosten die? Wann sind die fertig? Zu beiden Sachen kann ich noch nicht viel sagen, weil wir arbeiten dran. Du bist stetig dran und guckst, dass es... Wir versuchen, das kostengünstig zu machen, weil Nano ist Einsteiger. Einsteiger sind zwar auch
Doktoren, die viel Geld haben, die so ein Ding auf den Schreibtisch stellen oder andere gut verdienende Menschen, aber es sind auch Schüler, die klein anfangen wollen oder Studenten und es muss ja alles irgendwo im Rahmen bleiben, deshalb versuchen wir auch immer diese Preisgrenzen, die wir uns selber setzen, den Aufwand irgendwo vernünftig zu kalkulieren. Aber wie gesagt, ich sage da jetzt noch nichts zu. Ne? Ist einfach, es wird günstiger als jede Magnetlösung, das ist sicher. Weil Magnete kosten, ich habe gute, dann hast du Nickelverbindungen und die müssen eingegossen werden. Das ist mir alles zu viel Bam Bam, da habe ich keine Lust zu. Mhm. Wir machen das einfach mit den Dingen. Mit den Hang-On. Mit den Hang-On. Wem das nicht gefällt, der muss halt zu Magnetlösungen. Und wem das beides nicht gefällt, der wird zu seinem Griff sowieso nichts reinhängen. Der genau. wird den Aufbau immer locker von vorne aufbauen. Ne? Das ist ja jeder, wie er mag. Gut, das sieht schon mal klasse aus. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt erstmal dabei und den finalen Aufbau, so wie er bei mir ist, wird dann bei mir im Video zu sehen sein. Ja. Und alles andere, wann es hier losgeht mit der Nanoserie, damit, das klären wir ja. und halten wir euch auch auf dem Laufenden. Super. In diesem Sinne. Tschüss zusammen. Bis denn. Ja, ciao. Ciao.